Arthrose, fröhlich, echter Patientenfall. Was sind denn überhaupt gute und schlechte Fette? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Zum Patientenfall zurück. Ich hatte eine Familie in der Ernährungsberatung, die sich Gedanken darum gemacht haben, was überhaupt gesunde Fette sind. Es gibt ja ganz viele Informationen, gute, schlechte Fette. Ich versuche mal ein bisschen, ja, das aufzuklären, wie sagt man, mal Licht ins Dunkel zu bringen. Also, Fette kann man einmal erstmal aufteilen in pflanzliche und tierische Fette, also von der Pflanze Fette oder Öle sozusagen, die aus Pflanzen hergestellt werden, sind in der Regel immer gute, gesunde Fette. Und es gibt aber auch tierische Fette, die wir ja auch nicht vermeiden können, wenn wir eine Salami essen, Leberwurst zum Beispiel essen oder bei Fleisch, bei Grillfleisch kennen viele das, bei Bauchfleisch zum Beispiel, wenn ein Teil Fett ist. Warum haben wir bei den tierischen Produkten die Fette? Weil es am Ende unter der Haut liegt. Also wir haben die Haut, wir haben darunter die Fettschicht und dann kommt die Muskulatur des Tieres. Also egal, ob es jetzt Fisch ist oder ob es ein es fällt mir jetzt gerade ein, ja, Rind, Kalb oder ähnliches ist. Das heißt, ähnlich wie bei uns Menschen, wir haben ja eine Haut und darunter sozusagen die Fettschicht und die soll uns ja sozusagen vor der Kälte helfen. Und so ist das bei den Tieren auch. Und je nachdem, welches Stück Fleisch ich nutze, habe ich eben eventuell einen Anteil Fett drin, wie bei Bauchfleisch zum Beispiel. Na, wo hängt das Fett? Kennt ihr alle? Ist ja in der Regel immer am Bauch. Und daher hat natürlich so ein Stück Bauchfleisch auch ein Anteil Fett. Natürlich kann man das auch wegschneiden. Bei vielen Fleischsorten wird ja heute auch ein großer Fettteil tatsächlich weggenommen. Man nutzt den aber zum Beispiel wieder bei Wurstwaren. Aber zurück erstmal zu den Fetten. Es gibt also pflanzliche und tierische. Wenn man die in gute, schlechte Fette einteilt, würde man immer sagen, sind die pflanzlichen die besseren Fette. Das liegt einfach daran, dass die tierischen Fette an der Stelle Cholesterin mit sich bringen und daher sozusagen in der Regel, die ja meistens hitzestabiler sind und häufig sozusagen für den Organismus nicht so gut oder so schnell zu verwerten sind. Also die Verdauung braucht da auch einen kleinen Moment länger. Wenn wir uns die Fette angucken, haben wir die pflanzlichen Fette, kennen viele zum Beispiel klassisch die Ölsorten, also Nussöle, ihr kennt Rapsöl, ihr kennt Sonnenblumenöl, ihr habt Olivenöl sicherlich schon gehört, Leinöl oder Leinsamenöle, Sesamöle, also es gibt vielfältige Ölsorten und warum sind die in der Regel so gut? Weil wir dort den Anteil besonderer guter Fettsäuren drin haben, den nennt man ungesättigte, also einfach ungesättigte oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das muss man sich nicht unbedingt merken, aber diese besonderen Fettsäuren sind gut verdaulich und sie sind lebensnotwendig. Das heißt, der Körper kann sie nicht selber herstellen und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Fettsäuren aufnimmt. Daher würde man täglich 1 bis 2 Esslöffel Öl direkt aus der Flasche ins Essen, viele kennen es im Salat, zum Beispiel nutzen oder ihr könnt natürlich auch einen Teelöffel oder einen Esslöffel Öl in Quarkspeise, in Joghurt machen. Man kann ihn, wir machen das zum Beispiel auf den Teller rauf und Brot einstippen, kennt man vielleicht ein bisschen aus dem Urlaub, ist ja nicht so typisch deutsch, aber viele kennen das mit dem Brot einstippen. Man kann es auf das Brot machen und dann seinen Belag drauf. Man kann das Öl auch auf den Teller machen und Dinge wie Kartoffelreis oder Nudeln einstippen und essen oder man gießt es direkt drüber. Also es muss nicht immer nur im Salat sein, sondern wichtig ist, dass es aus der Flasche sozusagen auf die Mahlzeit kommt und dann sozusagen gegessen wird, weil damit haben wir dann diese besonderen Fettsäuren. Übrigens wichtig, Öl einbauen für Körperfettabbau, für Körperfettverbesserung sozusagen sind die gesunden Fette wichtig, weil der Körperfettabbau tatsächlich besser funktioniert, wenn wir auch gesunde Fette mit drin haben. Also die Fette gänzlich wegzulassen, gerade was die gesunden Fette wie die Öle angeht, ist es also nicht sinnvoll, darauf zu verzichten. Der Kalorienanteil sollte immer in dem Anteil der Kalorien dann auch mit drin sein. So, zu den Fetten zurück. Gesunde Fette vom Tier ist in der Regel alles, was Fisch ist, also das Fischeiweiß und auch die Fischfette sind gesunde Fette und das Eiweiß leicht verdaulich, daher sind die oder ist der Fisch, wie Lachs kennen das viele, Makrele, Thunfisch, also ihr könnt die ganze Palette frischen Fisch gerne nutzen, wer mag. Bei Aal ist es so, dass das Fett etwas fester ist und unter der Haut direkt sozusagen eine festere Struktur hat. Deswegen würde der Aal nicht in die sozusagen gesunden Fette gehören.
aber alle anderen Fischsorten können in der Regel verwendet werden. Möglichst reden wir hier ja erstmal von Nicht-Panade, weil wenn ich etwas Paniertes frittiere, dann habe ich wie eventuell wieder veränderte Fette aus der Pfanne, die natürlich je nachdem, wo ich hingehe oder wenn ich es selber mache, unterschiedliche Fettstruktur sein können. Nicht so gute Fette wäre zum Beispiel auch Schmalz oder gehärtete Fette. Vielleicht kennen einige, dass die unterwegs sind. Fancy-Margarine, die wird zum Beispiel zwischen den Blätterteig genutzt. Es gibt Fettschichten, das hatte ich vorhin schon erklärt, vom Fleisch, die fester sind, wie Bauchfleisch. Oder wir nehmen natürlich auch Fette, die zerkleinert werden in Wurstwaren, Salami zum Beispiel oder Bratwurst. Das heißt, wir brauchen die Fette dort natürlich manchmal auch, um das Produkt überhaupt erhitzen zu können. Und natürlich wird das auch reingemacht für die Geschmacksstruktur. So, dann gibt es immer häufig die Frage, was ist mit Butter und Margarine? Was davon ist besser? Also Margarine wird aus Öl hergestellt und sozusagen ein Anteil vermischt. Ich sage jetzt mal einfach der Einfachheit halber mit einem Eigelb. Also Lecithin brauchen wir, damit wir auch die Margarinestruktur hinbekommen. Das heißt, da haben wir die Grundsubstanz immer ein Öl, was verändert wird. Und eine Butter kommt ja vom Tier, hat sozusagen die tierischen Fette. Es ist mittlerweile nicht mehr in irgendeine Richtung eine Empfehlung, soll ich oder muss ich oder darf ich, sondern man kann beides verwenden. Guckt immer, dass in den Fettstrukturen, wenn ihr Streichfett kauft, kein Palmfett drin ist, weil man das in der Regel ist ja klar, Palme wächst nicht unbedingt hier in der Region. Von daher ist der Grundgedanke dort, die Fette aus der Palme sozusagen sind manchmal auch minderwertige und daher möchte man die da nicht drin haben. Welche Fette, wo man auch immer aufpassen muss, all die versteckten Fette, jetzt nicht nur in Wurstwaren, sondern wir haben versteckte Fette ja auch immer in industriell hergestellten Produkten zum, also ne, da muss man mal ein bisschen gucken, was habe ich oder was ich vielleicht auch selber herstelle. In der Regel bei Gebäckstrukturen, viele kennen das, wenn was frittiert wird, wie diese ja, Pfannkuchen Berliner, je nachdem wie ihr die nennt, Krapfen werden die ja auch häufig genannt. Es gibt die Donuts zum Beispiel, die frittiert werden. Und alles, was ich industriell herstelle, muss ja gelagert werden, also haltbar gemacht werden. Und da kann es immer sein, dass ein Anteil sogenannter Transfette, die Fette, die nicht ranzig werden, also die das Produkt jetzt nicht kaputt machen, dass es sozusagen schlecht wird dadurch. Das nennt man heute Transfette, die also fester gemacht sind und sogenannte gesättigte Fette sind oder verarbeitete Fette, die länger halten. Also der Hintergrund ist nicht, um euch zu ärgern, sondern um das Produkt haltbar zu machen. Das heißt, alles, was passiert, auch wenn ich Zucker zum Beispiel an der Stelle in Produkten habe, hat es den Hintergrund, Bakterien nicht wachsen zu lassen. Also es ist nicht immer so, dass per se alles schlecht ist, nur weil das da drin ist. Manchmal lässt sich es einfach für die Haltbarkeit nicht anders machen oder nicht ausreichend. Ne? So, ich muss mal einmal gucken hier. Grillfleisch habe ich euch alles schon gesagt. Transfette habe ich auch erklärt. Für die, die es noch nicht kennen, es gibt noch sogenannte Mischfette, wo ich zum Beispiel ein Öl mit einer Butter mische und das als Streichfett kaufen kann. Das sind die sogenannten Mischfette, wo sozusagen zwei Anteile drin sind. Manchmal wird auch ein Öl genutzt für ein Streichfett und dann wird Buttermilch, Joghurt, zum Beispiel zugesetzt. Frischkäse habe ich letztens auch gesehen, gibt es auch. Also man muss ein bisschen gucken, was man da mag. Letztendlich wollen wir die gesunden Fette haben und eine klassische Butter oder Margarine zum Beispiel wäre möglich als Streichfett zu nutzen. Und wichtig ist ein, zwei Esslöffel gesundes Öl, also zum Beispiel das Rapsöl, weil es nachhaltig in der Region Deutschland produziert wird, kann man das gut verwenden. Es hat auch eine gute Fettstruktur. Wer mag, kann natürlich auch alle anderen Ölsorten nehmen, wie Olivenöl, Leinöl, Nussöl. Beim Sonnenblumenöl ist die Erhitzbarkeit höher. Es geht ja am Ende immer um die besonderen Fettsäuren, die wir drin haben. Und die Fettsäuren sind in den Stufen immer alle ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist überhaupt erstmal ein, zwei Esslöffel Öl da oben rein zu bekommen. Das Rapsöl gegenüber dem Sonnenblumenöl hat den Vorteil, dass Rapsöl relativ, gerade das deutsche Rapsöl, eher nicht so einen hohen Eigengeschmack hat, wer es mag. Und wenn man es in Joghurt oder Quark reinmacht, geht das ganz gut bei Süßspeisen. Olivenöl natürlich in einem Müsli oder einer Quarkspeise schmeckt halt anders. Ne? Also ist eure Geschmacksrichtung, was ihr mögt. Natürlich könnt ihr auch Öle nehmen wie Nussöle, Leinsamenöl, Sesamöle. Da gibt es ja eine große Vielfalt, Walnussöle, was ihr da geschmacklich mögt. Ist natürlich auch häufig eine Preisfrage, weil kaltgepresste Öle, fallen mir da noch ein, sind immer die, die
wo das Korn kalt gepresst wird. Das dauert lange und deswegen sind die so teuer. Während Öle, wenn das Korn weich gemacht wird, also mit Flüssigkeit aufgegossen wird, vielleicht auch aufgekocht wird und dann gepresst wird, geht natürlich immer leichter und schneller und die Herstellung ist etwas einfacher. Deswegen sind die kaltgepressten Öle immer höherwertiger, weil sie die besonderen Fettsäuren haben, die Inhaltsstoffe, Vitamine A, D und K, also die fettlöslichen Vitamine auch. Während wenn ich etwas erhitze, kann natürlich immer ein Verlust von Inhalten sein. Und daher ist es so, dass man da gesunde Mischung macht. Und das ist eben immer auch eine Preisfrage. Aber kaltgepresste Öle, ganz wichtig, nicht bitte erhitzen an der Stelle. So, also eine Empfehlung habe ich schon gegeben. Studienlage hier ist immer ein bisschen hin und her. Die letzten Strukturen sind gewesen, dass man gesagt hat, Buttermargarine als Streichfett und 1 bis 2 Esslöffel Öl zum Garen und mindestens 1, 2 Esslöffel Öl, die ihr nutzen könnt, direkt aus der Flasche, die dann am Ende irgendwann sozusagen gegessen werden sollen. Natürlich könnte man theoretisch auch einen Löffel Öl so wegschlucken, wer es mag. Aber viele wollen das lieber versteckt im Essen haben. Daher könnt ihr beim warmen Essen das auch später nochmal oben drauf machen. So, ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Falls euch noch was einfällt, Frage dazu, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ganz liebe Grüße erstmal, eure Sandra. Habt einen schönen Tag.